Hallo, alle miteinander. Hallo, alle miteinander im Zeichen des Faschings. Habe ja gesagt, ich mache heute ein bisschen was mit Fasching. Nachdem mein Hut ohnehin guten Anklang gefunden hat, dachte ich mir, setze ich mir den auf mit Pappnase und sonst was. Nicht mein Ding, Leute. Aber es ist so, dass ich was vorbereitet habe für euch natürlich. Unvorbereitet gehe ich in keinen Livestream, das wisst ihr. Und in diesem Sinne geht es heute um die zeitlose Narzisstin. Erlebt habe ich eine üble Kiste mit einer zeitlosen Narzisste. Heute erzähle ich euch mal was. Vielleicht habt ihr damit auch Spaß. Aber für mich ist diese Nummer dann doch ein bisschen mehr als schlimmer. Zuerst war Freundschaft dick und fett. Narzisste, die war richtig nett. Spaziergang mit Hunden und noch mehr. Doch wo sind die unzähligen Hunde her? Erlebt habe ich eine üble Kiste mit einer zeitlosen Narzisste. Reich an Wissen, doch kein Geld. Narzisste mir die Frage stellt, kannst du mir viel Kohle geben? Viel besser könnte ich dann leben und verdienen richtig viel durch Hundetraining. Neuer Stil. In Scharen werden Kunden kommen. Dein Geld wirst du zurückbekommen. Erlebt habe ich eine üble Kiste mit einer zeitlosen Narzisstin. Doch statt viel Geld gab es eine Zelle in JVA, ganz auf die Schnelle. Ich habe entdeckt, es lief nicht rund. Ganz für die Katz war Job mit Hund. Jetzt lauf dem Geld ich hinterher. Ihr könnt mir glauben, das ist schwer. Das Universum sie um Hilfe bittet, damit das Karma alles kittet. Erlebt habe ich eine üble Kiste mit einer zeitlosen Narzisste. Super, wenn es nicht läuft, Leute. Na. Okay, kurzer Tusch, egal. Narzisste gründet auf die Schnelle eine Psycho- und Beratungsstelle. Doch ohne Wissen, ohne Geld, man ganz schnell auf die Nase fällt. Kommt euch das jetzt auch übel vor? Ihr tragt es leichter mit Humor. Im Leben gibt's oft Scheiß und Miste. Triffst du eine zeitlose Narzisste? Ups, also mit meinem Tusch, das haut jetzt nicht so ganz hin. Jetzt tue ich auch den Hut mal runter, weil darinnen brauche ich den jetzt nicht. Also ich dachte mir, mit Humor geht alles besser. Ich habe eure Kommentare jetzt noch nicht gelesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich so rausgehe. ja, das war einer meiner nachmittäglichen Ergüsse heute. Das ist mir so ganz spontan eingefallen. Und wenn ihr wollt, kann ich das ja in die Beschreibung reinsetzen. Dann könnt ihr das nachlesen, wenn ihr wollt. Also ich habe jetzt nicht jedes Apostroph gesetzt, so wie es gehört. Ich weiß, dass ne umgangssprachlich ist, dass eigentlich eine heißt und so weiter. Ihr kennt mich, ich bin so ein kleiner Rechtschreibfetischist, aber das macht ja nichts. Ja,
Ja, okay, kann ich machen, Bettina. Ich sehe, wie ihr merkt, den einen oder anderen Kanal mit Humor. Anders kann man es nicht machen. Mich wundert es ohnehin, dass manche Leute sich extrem theatralisch von der Öffentlichkeit, ach so, mein grüner Punkt, von der Öffentlichkeit hier verabschieden, um dann doch wieder aufzutauchen mit alten Kamellen, mit toten Kamellen, mit alten toten Kamellen und so weiter. Aber na gut, Kamellen passen ja jetzt in Fasching, von dem her, vielleicht liegt es an dem. Und ja, so viel zum Thema, was man so vorhat und was man dann macht, wie man auch immer möchte. In den Kommentaren wurde angeschrieben, dass die Story vom Tanzen noch nicht bekannt war. Also es war Folgendes. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gern tanze. Ich habe in meiner Jugend intensiv, ja, man, wir werfen auch mit Kamelle, genau. Ich habe in meiner Jugend intensiv Standard Latein getanzt und in Informationen von meiner Tanzschule damals. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Bin dann Jahre später wieder zurück zum Tanzen und mache da jetzt halt einiges. Und der Einstieg, bevor ich wieder in meiner Tanzschule war, war, indem ich mit einer Freundin öfter mal, das ist so ein Tanzlokal bei uns in Buchloe, das ist so zwischen Kempten und Augsburg ungefähr. Und da wird sehr viel Disco Fox gespielt, auch Schlager, war mir aber egal, es ist gut für die Kondition. Und ich kam mal wieder so ein bisschen ins Tanzen rein. Ich mache also nur Paartanz. Ich plane übrigens, wurde auch schon mal angesprochen, eine Tour. Mal Deutschland, ein bisschen Deutschland angucken zum einen, und ich habe eigentlich deutschlandweit querbeet verstreut Freunde von früher oder auch neue Freunde, und die möchte ich gerne mal besuchen, und wenn da einer irgendwas weiß, wo man schön tanzen gehen kann, also von Disco Fox, Salsa, Bachata, ein bisschen Kizomba. Tango Argentino müsste ich erst auffrischen. Also da muss einer sehr gut führen, dass er mich da übers Parkett bringt. Ja, Standard Latein auch, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber kann ich auch. Und ja, aber gerade so Salsa, Bachata mag ich ganz gern. Jo, Disco Fox sowieso, ein bisschen Boogie, solche Dinge. Geht eigentlich alles, bin da überall so ein bisschen drin. Nichts ganz perfekt, aber alles so passabel, dass ich mich aufs Parkett traue. Ja, und da waren wir also damals in diesem Tanzlokal in Palma. Und also wer schlagerverträgliche Ohren hat, kann da gerne mal hinschauen. Es ist eigentlich ganz witzig. Also jetzt, das Tanzniveau ist nicht sonderlich hoch. Manchmal sind aber Leute da, die sind echt gut. Also da, jo. Und da war ich mit meiner Freundin eben öfter mal beim Tanzen. Ich selber bin, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, ich bin ein bisschen schüchtern. Ich fordere eigentlich nie die Männer auf. Ich lasse mich auffordern. Und dann die Freundin von mir, die ist da eher extrovertiert. Die hat sich dann immer mal jemand aufgefordert. Und die kamen dann auch mal zu uns und man hat zusammen was getrunken. Und dann haben sie halt zu mir auch gesagt, ob wir mal tanzen und so weiter. Und dann hat meine Freundin einmal jemand aufgefordert und der hat richtig gut getanzt, so im Vergleich zum Durchschnitt da drin, eben besagter, ich kann Namen erwähnen, Dirk. Und er wurde ja hier schon erwähnt. Und der hat dann auch mit mir getanzt und wir haben uns dann unterhalten. Es war ganz lustig, weil er kannte eine Tanzlehrerin, die meine Tochter schon gehabt hat für Kinderballett. Und die Tanzlehrerin, das war früher eine Freundin von mir in meinem Jugendtanzkurs. Das war die Tochter vom Tanzlehrer. Und sie kommt wieder. Ja, so fein. Knochel ist schon fertig.
ganze Rinderkopfhaut und Streifen schon runtergewürgt, na sauber. Und dann waren wir wieder beim Tanzen, das war der Geburtstag von meiner Freundin und sie hat gesagt, ja, aber den soll ich ihr mal mehr lassen. Ja, klar. Dann haben die mal getanzt, ich habe mit jemand anderem irgendwie getanzt. Witz ist, Natalia war gar nicht dabei an dem Abend und andere Leute waren auch nicht dabei und ach ja, eine andere Freundin war auch nicht dabei. Wir waren nur zu zweit. Meine Freundin eben und ich. Und dann sind wir dran gesessen, zu dritt. Und dann sage ich noch, Mensch, mach doch mal Geburtstagstänzchen noch mal und so. Er hat nicht den gleichen Tanz, sie aufzufordern. Sie hat nichts gemacht. Dann war sie schon ein wenig eingeschnappt. Ich gehe jetzt an ihr rauchen. Und kaum weg, sagt er zu mir, ja, dann können wir ja tanzen. Sag ich, ja, können wir ja machen, bis Susanne wieder kommt und dann könnt ihr ja nochmal. Und dann sagt er, du, wenn ich mit ihr tanzen will, dann würde ich sie schon auffordern. Dann hat er mich auch noch gefragt, wie das denn wäre. Er würde gerne wieder Standard Latein ein bisschen machen, ob ich Lust hätte, im Kempten mit ihm Tanzkurs zu machen. Und ja, nein, nicht Palma Mallorca, Palma in Buchloe, Bettina. Das Lokal heißt Palma. Und auf Mallorca war ich noch nie. Und dann sind wir, hat er mich eben gefragt, sage ich, ja, die Susanne, also so heißt die Freundin übrigens nicht, Andrea, wollte doch mit dir den Kurs machen. Und ja, wenn er das mit ihr machen möchte, dann hätte er sie schon gefragt. Er fragt aber mich. Und wenn ich nicht möchte, dann schaut er, ob er jemand anderen findet oder er lässt es halt ganz sein. Ja, und so kam das dann. Ja, also die Freundin hat geraucht. Und unsere Frau Psychologin war ja nicht dabei damals, die, überhaupt nicht. Und deshalb wundert mich auch diese Story, weil wenn jemand nicht dabei war, also ich habe das damals erzählt, wie das eben so war, weil seit diesem Ding war dann eben die Susanne etwas angefressen. Aber ich kann ja da auch nichts wirklich dafür. Also ich meine, warum soll ich einen Tanzkurs nicht machen, wenn er mit ihr nicht machen würde? Na, ist auch völlig wurscht, auf jeden Fall. Der war definitiv nicht gebucht, nicht bezahlt, wie das erzählt wurde. Ich fand das ja ganz lustig, dass das so wie ein Escort, dass man auch so Tanzpartner buchen. Also völliger Schwachsinn. Es gibt Tanzlokale, da gibt es diese Taxidancer, die dürfen haben freien Eintritt und freie Getränke. Und die müssen aber dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit, dürfen die nur einmal mit jeder Dame tanzen oder wenn es weibliche Taxidancer sind, dann halt mit Männern, dass eben die ohne Tanzpartner da sind oder so die Mauerblümchen, dass die halt alle auch mal zum Tanzen kommen und darum gibt es diese Taxidancer. Aber dieser Dirk, der war eben ganz privat da, also da wurde nichts bezahlt oder so. Ich fand's echt so. Also ja, es war wirklich sehr ausgeschmückt, BS. Das war also schon faszinierend. Nein, Center war nicht dabei. An anderen Abenden ja und fertig. Nein, das also der Tanzpartner Dirk, ja, und die Freundin Susanne und nicht Andrea. Aber Natalia hat ein schlechtes Namensgedächtnis. Die hat damals also alle möglichen Namen für alle möglichen Leute, aber ja, man kann sich ja auch nicht alle Namen und alle Hunderassen merken. Ups. Ja, Bettina, die kann, also das kann man ausschmücken, es ist phänomenal. Also, es ist ach, und Thema meine Freundin und ihr Pferdegebiss. Sie wusste selbst, dass sie keine schönen Zähne hatte, die sie sich aber hat richten lassen und das dann auch richtig gut ausgeschaut hat. Und Hautkrankheit, Psoriasis, also Schuppenflechte hat sie. Je nach Stress, wer sich auskennt, kommt die mal mehr und mal weniger. Sieht natürlich nicht immer gut aus und damit habe ich sie aber nie irgendwie aufgezogen oder so. Die hat eine deutlich bessere Figur wie ich, die ist deutlich durchtrainierter als ich, weil sie halt sich mehr bewegt, weil sie auch reitet und deutlich mehr eben wie ich. Und ja,
Also es war sogar so, wie wir da das erste Mal dran waren und die zwei sich gesehen haben. Unsere Frau Psychologin und meine Freundin, das war nach der Geschichte mit dem Dirk. Und die Susanne, die ist da halt etwas angefressen, leicht arrogant an mir vorbei. Und die Natalia hat dann auch gemeint, boah, die ist aber arrogant und so eine komische und wie sieht denn die aus? Und man kennt ja die Lästereien und Beleidigungen mancher Personen mittlerweile und von dem her. Ja. Ja, genau. Das Aussehen so ins Knie. Drum bin ich nur immer bis hier. Also ich kann hier nicht mit meinen nicht vorhandenen weiblichen Reizen geizen, weil ich bin hier so schön abgeschnitten. Dann könnt ihr das nicht sehen. Und meine Sulzknie sind unterm Tisch. Also von dem her bin ich hier völlig safe. Ja, also so viel zum Thema Tanzstory. Ich lese mal gerade ein bisschen. Ja, da hat sie sich was zusammengebastelt. Das ist ganz witzig. Ja, also es gibt da noch mehr so Storys. Ich muss ein bisschen spicken. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich konnte mir den ganzen Schmarrn gar nicht alles merken. Was war denn noch? Ach, genau, die Geschichte. Ja, richtig, Tanja. Also, ich meine, ja, Kerstin, ich meine, ob sie selbst lecker aussieht oder nicht, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also, es gibt Männer, die stehen auf Frauen, die so groß sind wie ich, 1,63 Meter und die 150 bis 200 Kilo haben und finden das schön. Wie gesagt, es liegt immer im Auge des Betrachters, was schön ist. Aber man sollte eigentlich nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Das ist nun mal so. Dann, ja, ab und zu bin ich mal live, wenn ich was zu sagen habe. Und ja, was ich auch so lustig fand, die Geschichte mit dem mit den gefälschten Unterlagen beim Papier, beim Gericht. Das war die Story von Django. Da war ja die Verhandlung, ob er jetzt rechtmäßig im Tierheim ist oder ob er noch der Natalia gehört. Und da kam ja dann auf einmal in die Akte eine E-Mail von der Regina, die ihn damals in Pflege hatte. Und dann stand in dieser E-Mail, dass die Regina sich für ihre Falschaussage entschuldigt. Ich habe dann Anrufe von der Polizei bekommen, ob ich gewisse Orte mit unserer Psychologin in Verbindung bringen kann. Und das ist natürlich immer mal möglich, weil man kennt ja seine Pappenheimer lang genug. Und dann wurde eben rausgefunden, der Server von E-Mail und so weiter. Und es wurde dann auch eine Anzeige erstattet wegen, ich weiß jetzt nicht, also meines Wissens ist das Beweismittelfälschung und Prozessbetrug, aber ich bin kein Jurist, aber irgendwo so in dieser Richtung und da läuft wohl eine Anzeige. Mehr weiß ich aber da auch nicht drüber, weil die Anzeigen wurden eben von Polizei oder Rechtsanwälten oder also irgendwer hat da die Anzeige erstattet und es ist auf jeden Fall am Laufen. Oder wenn noch viele Fallbeispiele kommen, ja, natürlich. Auch da gibt es noch jede Menge. Ich kann ihr ja mal einen Tipp geben, sie hat noch gar nichts von dem Haus, von dem Wohnungsverkauf. Mein Gott, da gibt es Sachen, da hat sie ja schon mal so ansatzweise was gesagt drüber. Mit meiner Mutter und so weiter. Was mich am allermeisten gestört hat, weil das fand ich mehr als pietätlos, wie sie die Sache mit
der verstorbenen Halbschwester meiner Tochter erwähnt hat. Die ist vor jetzt knapp, also jetzt Ende Februar, ist der zweite Todestag, ist die gestorben, urplötzlich über Nacht an einer extrem aggressiven bakteriellen Lungenentzündung. Und das war für die, also für meinen Ex-Mann, seine Frau und auch für meine Tochter natürlich ein Riesenschock. Und solche Dinge dann in ein Video einzubauen, noch dazu mit dieser Lüge, ich hätte dann gesagt, ja, dann erbst du mehr oder wie sie es formuliert hat. Also da hat für mich der Spaß einfach ein Loch. Das ist an Geschmacklosigkeit einfach in keiner Weise zu überbieten. Und da hat sie meiner Meinung nach eine Grenze überschritten, die jenseits eines Normaldenkenden von uns ist. Und so, ja, so viel dazu. Ja, aber wir haben ja heute eine Faschingssendung. Es gibt noch eine ganz lustige Geschichte auch mit dem Ex-Freund meiner Tochter. Der muss auch ein Narzisst sein, scheinbar. Also es gibt offensichtlich Leute, die nur von Narzissten umgeben sind. Schon sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, was richtig ist, der hatte seine Werkstatt gegenüber von meinem Häuschen hier. War für mich ganz praktisch, kleine Autowerkstatt, wenn man mal Kleinigkeiten hat oder Reifenwechsel, den ich dann irgendwann nicht mehr selber gemacht habe, liegt daran, ich kriege die Schrauben immer nicht auf. Ansonsten ist für mich der Reifenwechsel kein Problem. Ich habe die Reifen halt rübergerollt, man hat das schnell gewechselt und fertig. Und irgendwann, der kam dann halt gerade im Winter, wenn es kalt war, habe ich ab und zu gesagt, komm, hopp dich her, trink schnell eine heiße Tasse Kaffee. Er hat sich übrigens nie über meinen Kaffee beschwert zum Thema Kaffee. War ja auch sehr lustig. Und hat dann auf dem Weg meine Tochter kennengelernt und waren dann halt eine Weile zusammen. Und nebenbei übrigens der Vermieter, bei dem auch der der Dobermann mal aus dem zweiten Stock dann gesprungen ist. Und der, da hat sie ja angedeutet, so abrupt abgebrochen im Livestream, im Video. Meine Tochter weiß es ja nicht, daher ist es egal, dann weiß sie es halt, dass ihre Mutter und dieser Automechaniker, naja, den Rest konnten wir uns dann denken. Ich weiß nicht, Kaffee getrunken haben? Keine Ahnung, was sie meint. Und eben der Vermieter, in dem Fall dieselbe Person, hat in ihrer Unterwäsche gewühlt. Da dachte ich mir, wow, das ist ja mal ein Ding. Also dieser Mensch leidet nicht an Amnesie, also er konnte sich auch absolut nicht an so eine Szene erinnern. Wir haben hin und wieder mal Kontakt und ich bin also nicht so ein schlechter Mensch, dass selbst die Ex-Freunde meiner Tochter mit mir noch Kontakt haben. Und dann, er hat dieses Zimmer ja dann danach komplett renovieren müssen. Ist die Kündigung, die kam auch seinerseits einfach wegen Saustall. Außerdem war mal, das war eine Szene, da war meine Tochter, das war, ich glaube, das erste Mal, wie sie draußen übernachtet hat. Und am nächsten Tag in der Früh stand ein Polizeiaufgebot vor der Tür mit Hundestaffel, mit irgendwer von der Gemeindeverwaltung war dabei. Dann, also es waren insgesamt, ich glaube, drei oder vier Autos, Polizei und Zivilwagen. Und da ging es wohl um irgendwelche gefährlichen Hunde oder so. Und ja, und seine Mieterin hat nicht aufgemacht. Das ist wieder Wodka, ihr wisst es ja. Und das war dann die Story mit dem, weil sie hat dort jeden Tag geputzt. Wohl eher nicht. Und ja, da waren auch die Welpen von Mia dann. Ja, Kerstin, ich kenne keinen, darum kann ich ihn nicht nennen.
Ist nun mal so. Ja, also so viel dann eben dazu. Was war noch? Ach so, diese Narzisstin, von der Frau Psychologin erzählt, die ist ja auch so gestört und so krank, dass sie mit Kippen nach ihrem Hund geworfen hat oder gespickt hat irgendwie. Geht nicht, ich bin nicht Raucherin. Und die einzige Person, die da noch dabei war, ist die Person, die jetzt wohl mit unserer Hobbypsychologin befreundet ist. Zumindest war es so bei der letzten Gerichtsverhandlung in Ungarn. Und die hat geraucht, wie der Kasper als Drohinstrument eingesetzt wurde. Und das war, und die hat aber auch keine Zigaretten auf den Hund geworfen, weil das ist auch eine tierliebe Frau. Also von dem her. Frau Freud, ja. Ja, genau. Ja, das waren jetzt so im Großen und Ganzen die Sachen, die mir so auf die Schnelle da dazu eingefallen sind und so. Aber wie gesagt, irgendwer hat mal noch nach den Partnern gefragt, aber da habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen aus der ehemaligen Freundschaft raus. Es war einmal was aus Erzählungen von früher, der Besitzer von der Sheila wohl, und da hat sie auch Storys von, der ist bei den Hells Angels, irgendwann kamen noch die United Tribunes, also ich habe da auch immer nicht komplett durchgeblickt, was soll's. Und dann ja mal mein Mieter, ich habe so ein kleines Apartment, da war der drin, und war aber auch nichts Wirkliches, also ich habe ihr da gleich gesagt, das taugt doch nichts, das passt ja gar nicht zusammen. Da habe ich was mitgekriegt, dann, ja, ob der eine Makler, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann war mal von einem Arzt aus Österreich die Rede, aber auch nur aus Erzählungen, ich weiß es nicht. Und damals war ja der Ferenc, der Schreiner, der im Ort wohnt, der war ja schwer in sie verliebt. Das ist auch wirklich ein richtig netter Mensch gewesen. Ich mochte ihn als Kumpel ganz gern. Aber das ist dann wohl auch nichts auf Dauer gewesen. Und sonst, also was ich sagen kann, was ja immer wieder mal vermutet wurde, spekuliert wurde, interpretiert wurde von manchen Leuten, weder ich noch die Natalia sind lesbisch. Ich habe nichts gegen diese Leute, aber ich bin es halt nun mal nicht. Es ist halt so. Und auch meines Wissens die Natalia nicht. Also so Spekulationen von, ja, wer weiß und dies und jenes. Wenn sie es wäre, wäre es genauso ihre Privatsache, wie es meine auch wäre. Aber ja, wobei, wie gesagt, das sind einfach Dinge, die sind mir auch wurscht, was da jeder macht, ob Herr oder Frau Freud oder wer auch immer das ist, oder ob es jetzt um einen von euch geht. Und wenn ich jemanden privat kennenlerne, ist es mir auch egal. Von dem. Moment, jetzt muss ich lesen. Ja, von Asko kam nichts. Ach, vielleicht kommt es noch. Oh, Weißwein, fein. Ach, misshandelt habe ich sie. Ja, misshandelt, Haare gezogen. Moment. Nein, sie musste nicht Mama zu mir sagen. Sie hat es manchmal gesagt, wenn sie mich aufziehen wollte. Mutti hat sie gesagt, nicht Mama. Mutti, M-U-D-D-I, Mutti, das war's. Mit Sicherheit war es eine toxische Freundschaft. Mein Spitzname ist auch Toxi, wisst ihr das nicht?
Oh ja, die Watschen, die wird auch wieder kommen. Aber die kennt ihr ja schon, die habe ich ja schon erzählt. Ja, das mit Haare gezogen, misshandelt. Das mit dem Putzen war, das muss gerade überlegen. Weil sie war ja auch mal hier bei mir vor der Tür, wo die Polizei kam, wo sie mich wegen Körperverletzung angezeigt hat. Das war nach der Inhaftierung hatte ich noch ein paar Sachen hier bei mir von ihr, die sie sich abholen wollte. Und ich habe aber eine Liste geschrieben, was alles drinnen ist, die sie mir einfach nur quittieren sollte, weil es ging darum, nicht, dass es danach heißt, da fehlt irgendwie das oder das oder das. Und das wollte sie aber nicht. Dann wollte ich ihr die Kiste erst mal mitgeben, habe gesagt, nee, du. Und dann hat sie sich die Kiste genommen. Ich habe die Kiste gepackt und ich hätte sie dann an den Haaren gepackt. Ihre Jacke ist kaputt gegangen. Die Jacke hatte hier am Arm so eine Triangel rausgerissen. Ja, das war diese Triangel, die hatte diese Jacke schon, als ich damals mit drei anderen das Haus in Ungarn aufgeräumt habe, während der Inhaftierung. Und da sah die Jacke schon so verwarzt aus, dass ich noch gesagt habe, soll man die überhaupt waschen oder was machen wir denn? Und da war diese Triangel auch schon drin. Und das wissen die anderen Leute auch, weil wir das Zeug halt eben durchsortiert haben. Wir haben da viele Maschinen gewaschen, die sauberen Klamotten dann eingepackt. Und haben dann, das habe ich dann eben auch so ausgesagt. Und das sei angeblich von mir entstanden, weil ich sie ja zu Boden gerissen hatte und so weiter. Und sie an den Haaren gezogen habe. Dann die Misshandlung. Was? Ja, genau, das war da mit Center. Das mit der Watschen, das war, wo der Ares eben dann auf mich gegangen ist und wo sie gelacht hat. Und dann habe ich da eine verpasst. Also was heißt eine verpasst? Das war halt so ein Wischer. Also ich meine, ganz ohne Kraft bin ich auch nicht. Und würde ich jemand eine echte, richtige, saftige bayerische Watschen verpassen, dann hast du einen Abdruck von 5 Fingern auf der Backe normalerweise. Nur bei ihr, wenn ich das mache, würde ich mir wahrscheinlich die Finger brechen, so knochig wie die ist. Also da kannst du gar nicht so. Und Mia habe ich hässlich genannt. Ja, ich finde auch, also Leute, hey, ich habe den schönsten Hund auf der Welt. Das sagt ja wohl jeder von uns, oder? Und das kann sein, dass ich mal gesagt habe, die Mia ist hässlich, aber das war dann in dem Zusammenhang, dass man, ja, so wie wenn man jetzt, mein Gott, was gibt's? Ja, bleiben wir bei dem Beispiel Hund, wenn man spazieren geht und einer sagt, mei, ist das ein toller Hund, weil die Mia ist ja ein ganz anderer Typ wie die Josie. Also es gibt Leute, denen gefällt die Mia total gut und für die ist die Josie halt ein netter Hund. Und dann gibt es Leute, die finden die Josie total klasse und die sagen halt, die Mia, naja, ist halt auch ein netter Hund. Aber das sind ja ganz unterschiedliche Hundetypen, auf die wir selber, wisst ihr ja von euch, abfahren. Und in dem Zusammenhang, wenn man dann halt so rumgeblödelt hat, dann hat man schon mal gesagt, ey, mit deinem hässlichen platten Nasenhund oder irgendwie so. Aber das war dann ihr kennt es ja so vom Spaß her und so. Kerstin, es mag ja sein, dass du die schönsten Ridgebacks hast, aber den allerbesten Aussie der Welt, den habe ich. Jetzt wird sich dann Udo beschweren. Der hat ja auch Aussies. Also gut, Udo hat vielleicht die weltbeste Blue-Merle-Aussie-Hündin. Und ich habe die weltbeste Black Tree mit Stehohren und halbem Schwanz aus die Hündin. Und in dem Zusammenhang erwähnt man vielleicht mal so im Spaß, oder ich kenne auch jemanden, die hat mehrere Hunde und da kann man ja auch mal rumblödeln und sagen, boah, hast du den hässlichen Köter heute wieder dabei und so. Das habe ich zum Beispiel zur Regina. Die hatte ja die Puppe und ich meine, Leute, also sorry, aber Nackthund, ich finde sie einfach nicht schön.
Ich mochte diesen Hund, weil die hat einen ganz tollen Charakter gehabt. Aber ein Nackthund ist für mich einfach ein hässlicher Hund, eine hässliche, überflüssige Züchtung. Aber die gibt es halt nun mal. Und der Hund konnte ja nichts dafür. Und ich habe diesen Hund genauso, ich muss da nur schnell ein Pop-up-Fenster zumachen, das nervt mich. Ich habe die genauso gestreichelt, ich habe sie auf dem Schoß gehabt. Gibt ja sogar Bilder von Papa und mir und alles. Aber da habe ich dann schon auch zu ihr gesagt, wenn sie uns besucht hat, bringst den hässlichen Hund auch wieder mit oder so. Und sie weiß natürlich, wie ich das meine. Ja, Tanja, gell, Papa war hässlich. Es ist nun mal so. Aber die hat echt einen Charakter gehabt. Phänomenal, diese. Und außerdem hat sie einen Mundgeruch gehabt. Die Nackthunde haben Mundgeruch, weil die diese Zahnprobleme ja immer haben. Also da muss man extrem mit der Zahnpflege hinterher sein. Das war die Regina auch, aber. Und Papa hat halt trotzdem aus dem Maul gestunken. Also ich habe manchmal auch, das ist auch zum Beispiel spaßhalber, wenn der Hund neben mir war, habe ich gesagt, sag mal, hast du die gerade verkehrt rumgedreht oder warum stinkt es hier so? Also das sind aber, die Regina hat mir dann einen Knuff verpasst und dann haben wir mit unserem Bierli wieder angestoßen und gut war. Also in dem Zusammenhang habe ich vielleicht mal gesagt, die Mia ist hässlich, mag sein. Aber ich mochte die Mia auch trotzdem. Es wäre jetzt nie mein Hund. Ich möchte die Mia nicht für mich haben oder einen Hund in diesem Typus. Aber sonst. Ja, wie die Puppa gebissen wurde. Stimmt. Ja, ich sage auch über meinen Hund, du Köter. Nur, ob ich sie jetzt Köter nenne oder Wutzi Putzi. Es ist ja der Ton und das, was dahinter steckt. Also wenn ich Köter sage zu meinem Hund oder auch zu dem von Freundinnen, dann ist es ein liebesvolles Köter. Genau, Simona. Liebe. Ja, ich glaube, waren für einige Leute traumatische Bilder. Kann ich nachvollziehen für mich auch. Also ich habe da mir auch gedacht, also ich stelle mir da immer vor, was würde ich tun, wenn es jetzt um meinen Hund ging in so einer Situation? Nee, mit schwachem Nerven kann man sich das nicht anschauen. Also ich weiß noch, was war? Arschloch? Was war in dem einen Video? Wie wurde Kasper benannt? Hurenbock. Hurenbock, mir fällt es gerade noch ein. Ja, das sind einige Dinge abartig gewesen. Ich weiß nicht, ich überlege die ganze Zeit, was noch in den Freudschen Videos war. Das war, also im Grunde genommen könnte ich ja da fast jeden Satz zerpflücken, von vorn bis hinten. Und mich fasziniert es wirklich, wie manche Leute über sich selbst referieren können, ohne es zu merken. Finde ich faszinierend. Ja, ob sie es so gelernt hat, weiß ich nicht, aber ich denke mal, was sagt ein Freund immer? Umgebung färbt ab. Ja, Lina, da kommt der Beschützerinstinkt durch. Und der ist so weit durchgekommen, dass die Regina, die eigentlich ein Rottweiler-Fan ist, jetzt Nackthunde aus Tierschutzsituationen immer wieder nimmt oder nehmen wird. Sie hat jetzt auch eine Hündin aus einem Messi-Haushalt, wo man festgestellt hat, die ist taub, hat sie aber erst festgestellt, nachdem sie es übernommen hat. Und ja, jetzt hat sie halt eine taube, ältere Nackthündin. Ist halt so. Und es ist überhaupt nicht ihr Hundetyp, aber sie hat diese. Die Charaktereigenschaften, sagt sie, hat sie schätzend gelernt. Von einer Rasse, die eigentlich nicht ihres ist. Kann auch passieren.
Junkies. Das ist... ich weiß nicht, ob es Kasperle so stürmisch war oder so. Ich habe keine Ahnung, was war. Ich habe es schon auch gesehen, da an der Stirn und an der Hand und so. Aber ich weiß es nicht, wo es herkommt. Keine Ahnung. Ja, es gibt sehr viele Qualzuchten, die ganzen Plattnasen, französische Bulldoggen, Mops. Also sie versuchen ja jetzt schon gegenzuzüchten, aber da ist noch viel am Laufen. Wobei das Interessante ist ja, diese Nackthunde, die haben sich ja entwickelt eigentlich. Also diese Cholos in Mexiko ist natürlich auch ein anderes Klima für die Hunde, muss man auch ganz klar sagen, als jetzt in der Kälte. Aber es ist halt wie jede Extremzucht, wo es nur noch für Ausstellungen ist und so, finde ich einfach bescheuert. Ja, also die Regina, die wollte nie so einen Hund haben und hat halt dann die Puppa regelrecht aufgeschwätzt gekriegt und hat dann ja irgendwie ihr Herz für Nackthunde entdeckt. So was gibt's. Bei mir ist es jetzt so, ich interessiere mich für diese Silken Windsprites, also Langhaar-Whippet sagt man auch. Das ist aus dem Whippet und dem Sheltie gekreuzt. Und ich habe da vor Jahren, da war die Josie noch ganz jung, mal an der Isar so einen Hund getroffen und habe die dann, also die hat mir gefallen, ich habe mir mal von die Rasse aufgeschrieben, habe dann gegoogelt und dann war das wieder ad acta und dann irgendwann bin ich jetzt wieder drauf gekommen und die Josie, die wird im Mai 10, also ich hoffe, dass ich sie noch sehr, sehr lange habe, aber es ist nicht auszuschließen, dass ich beim nächsten Hund sogar in diese Richtung Windsprite gehe, obwohl ich noch nie einen Windhund wollte, aber die sind wieder, könnt ihr ja mal googeln. Also Silken wie Seide, Wind und dann Sprite wie das Getränk. Und tolle Hunde irgendwo, fand ich. Vielleicht wird es auch ein Mischling, der mir irgendwo über die Straße läuft, vor die Füße. Keine Ahnung, wird man sehen. Simona, du kennst die Silken Windsprites? Ja, ich finde die auch unglaublich ästhetisch und das sind halt etwas ruhigere Hunde. Und ich meine, ich werde ja nicht jünger. Die Überlegung ist natürlich, wenn ich nach der Josie, ich hoffe, dass die noch sehr, sehr lange leben wird, aber danach denke ich, wird es mein letzter Welpe sein, den ich nehmen kann. Und alles danach sind dann ältere Second-Hand-Hunde, die ich dann halt noch nehme, solange sie leben. Das ist so der Plan, Plan A. Das Alphabet hat 24 Buchstaben, wer weiß, wie es bis dahin dann ist. Simona, ich habe vor kurzem mit der Ramona, waren wir mal in Füssen im Sportmarkt, haben wir einen echten Silken Windsprite gesehen. Mein zweiter, der war allerdings sehr groß. Die Ramona hat ihn das erste Mal gesehen. Und das Verhalten von dem Hund war wie von der Remi. Also die Ramona, die hat auch gesagt, das ist ja echt wie die Remi. Da muss so einer drin sein. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen bei ihr. Der Elo. Ja. Die sind nette, hübsche Hunde. Ich habe auch schon einige gesehen, aber wäre jetzt überhaupt nicht mein Hund. Ja, genau, Jessie 26 sogar genau genommen. Aber der Elo hätte mir auch zu viel Fell und vom Typ auch aus der Mischung wäre es jetzt nicht so meins. Aber ich weiß, dass Leute, die Elos hatten, immer wieder Elos wollen. Das ist halt auch dieser, denen gefällt dann der Hundetyp optisch. Und dann bleiben sie dabei. Eine andere Freundin von mir, die hatte zwei irische Wolfshunde
Und hat, die, also die sind jetzt gestorben, die waren ja leider nicht so alt, die waren, ich glaube, um die 10 und sind relativ kurz hintereinander gestorben, die zwei. Und hat jetzt noch zwei Wippethündinnen. Und momentan hat sie einen Barsoi in Pflege und die wird immer bei diesem Hundetyp bleiben. Das ist einfach, und das passt auch zu ihr. Ja, genau, Kerstin. Einen alten Hund aus dem Tierheim oder halt eben vom Tierschutz irgendwie. Einen alten Hund, wo das Fraule gestorben ist und dann hat der Hund bei mir ein schönes Leben. Das sind ja auch die Leute von der Dunja, die schwarze Dackelmischlingshündin aus Ungarn, die machen das ja auch so. Die haben jetzt schon, was weiß ich, 8 Hunde oder so hintereinander gehabt. Teilweise nur ein paar Monate, teilweise ein paar Jahre, aber immer eben alte Hunde, die dann noch einen schönen Lebensabend bei denen verbringen durften. Ja, Yvonne, das liegt vielleicht an mir. Ich habe den Livestream sehr spät heute programmiert und dann ist die Info vielleicht ein bisschen zu spät rausgekommen. Ja, der Kopf ist halt manchmal so ein bisschen lang. Bullterrier, ja, siehst, die finde ich potthässlich mit dieser Ramsnase. Die mag ich gar nicht. Auch vom Typ her, dieses Wum, 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 dieses Kraftpaket mag ich nicht. Genau. Jagdtrieb. Aber der Silken Windsprite hat eben eher wenig Jagdtrieb, bis teilweise sogar gar keinen. Das ist so ein bisschen meine Angst dabei. Und eine andere Windhundrasse, früher fand ich diese Salukis unglaublich schön, aber die sind mir zu groß und eben auch vom Jagdtrieb her möchte ich nicht. Die Puli, ja, die Puli, die sind halt extrem langes Fell. Und dann gibt es noch die mit etwas weniger, die Pumi, die haben ein bisschen weniger. Muss mal nach Pumi googeln. Ja, also mit Rute der Aussie, der hat Josi, die ist da halt nur eine halbe, aber ich finde, eine halbe ist noch okay. Was ich jetzt nicht gut finde, das ist wie bei den französischen Bulldoggen zum Beispiel, dieses, die nur so ein kleines S hinten dran haben, weil da die Körpersprache einfach fehlt. Windspiele habe ich mal eins in der Stadt getroffen, einen jungen Rüden, der war total aufgeschlossen. Interessant eigentlich, weil die ja normal eher zurückhaltend sind. Der hat noch kein Buch über Windspiele gelesen, der Hund. Der ist gleich auf mich zugehüppelt. Ja, ich denke auch, da gibt es einfach unglaublich viele Hunde mit so verschiedenen Typen. Und wenn man das jetzt schon mitkriegt, hier Bull Terrier, Elo, Windhundtypen, Aussie. Vielleicht nehme ich mir auch ein Mini-Aussie. Kann auch sein, dass ich doch beim Aussie bleibe. Wobei bei den Mini-Aussies habe ich halt das Problem, die werden nur auf Größe und Aussehen gezüchtet. Und da habe ich immer so ein bisschen Bedenken bei solchen Zuchtrichtungen. Es gab ja sogar mal Teacup-Aussies, habe ich neulich im Internet gelesen. Und das finde ich einfach schlecht, wenn man nicht die Rasseeigenschaften und die vor allem die Gesundheit eben bei der Zucht mit reinnimmt. Fußhupen. Fußhupen würde ich auch nehmen. Das stimmt, Pokémon. Hund mit Knopf im Ohr wäre für viele besser. Ja, Fußhupen dachte ich ja auch mal, weil eine Fußhupe, also ich rede jetzt von den richtig kleinen, also Chihuahua, Yorkshire, die dann
also habe ich noch im Kopf, vielleicht hat sich's geändert, 4 Kilo inklusive Transportbox, dann ist der Hund im Flieger Handgepäck. Und dann könnte man ja auch mit dem Hund mal wohin fliegen. Ja, Pikachu. Pikachu ist so schön. Ich glaube, wenn ich den mal sehe, dann wandert der vielleicht aus Versehen in mein Wohnmobil. Ich habe da ganz viele Fächer, also da kriegt man den nicht so schnell. Da muss man schon gut suchen. Ja, ich wollte ja auch mal eine Fußhupe, aber meine Tochter wollte keine Fußhupe. Die wollten Berner Sennen und ich habe mich ja gegen ein Kalb gewehrt. Und raus kam dabei dann Josie. Haben wir so die Mitte getroffen. Ja, ich finde halt einfach, wenn ich älter werde, dann, ich muss den Hund halt hochheben können, auch wenn er in Narkose ist oder wenn er krank ist oder wenn er keine Treppen mehr laufen kann. Das ist so mein Kriterium. Und deshalb eher kleiner als größer wie die Josie. Ja, Bettina, hast mal gesagt, rauher Dackel wäre so deins. Wäre jetzt überhaupt nicht meins, weil die sind mir zu lang und zu tief gebaut. Ich meine, die schauen ja aus wie so ein Formel-1-Wagen. Ein Terrier möchte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich hätte früher mal gesagt, so wie Josie aus, also wie da auf Hundesuche war, so ein Jack Russell-Typ ja, aber nein, möchte ich nicht. Meine Freundin, die Hündin aus Ungarn hat, die schwarz-weiße, die Lilly, die fängt jetzt schon auch das Stöbern an. Also die arbeiten, die machen auch Hundeschule, also die sind da echt aktiv mit Agility und Grunderziehung. Alles querbeet und die würde jetzt auch schon ganz ordentlich Spuren suchen unterwegs. Und die machen zum Ausgleich natürlich Nasenarbeit, aber die Nasenarbeit findet nur zu Hause statt, eben um sie nicht nach draußen zu bringen. Mausefalle oder Chihuahua, jetzt ist die Frage, was packe ich in die Handtasche? Oh, ich bin mit Dackeln aufgewachsen. Wir hatten im Kindergarten einen Langhaar-Dackel damals und den fand ich toll. Aber meine Mutter wollte immer einen Rauhaar-Dackel, weil sie die so lustig fand vom Gesicht her. Wir hatten aber nie einen Dackel. Und ich habe eben mal eine süße Kurzhaarhündin kennengelernt und da habe ich jetzt ja wieder eine getroffen, die Paula, und ich finde die einfach süß. Also ich wollte nie einen Kurzhaarhund, ich wollte nie einen Dackel. Ich wollte erst recht nie einen Kurzhaardackel, aber wenn ich mir einen Dackel zulegen würde, würde ich, glaube ich, einen Kurzhaardackel nehmen. Aber dann in der Zwergvariante. Schäferhund-Mischlinge. Ja, Schäferhund-Mischlinge hatte ich ja auch mal, den Dingo. Wollt ihr mal ein Foto von Dingo sehen? Ich habe drüben eins hängen, dann hole ich es euch mal. Ich hole es euch. So könnt ihr es sehen. Das war Dingo. Schäfer-Husky-Mischling. Auf dem Foto hatte ich ihn noch nicht. Auf dem Foto war er noch beim Vorbesitzer. Die hatten den ganzen Tag eingesperrt und haben sich gewundert, dass er reinpinkelt hat, weil er im Bad eingesperrt war. Und dann wollten die den auch nicht mehr haben und der wollte auch spazieren gehen. Dann habe ich ihn in Pflege genommen und dann ist er bei mir geblieben. Jagdhunde sind auch toll, Bettina. Ja. Ein Freund hatte, kein Kurzhaar, der hatte Mischlinge selbst gezüchtet. Der hat also auch entsprechend Platz gehabt. Mischungen aus Deutsch-Drahthaar und Westfalen-Terrier. Und die waren aber auch jagdlich unterwegs. Erdel-Riesenschnauzer-Mix. Stell dir mal auch cool vor.
Mit Erdil habe ich vom Typ, vom Charakter her nur gute Erfahrungen gemacht. Bekannte, die hatten eine Erdil-Hündin, eine Freundin, die hatte hintereinander drei Rüden über die Jahre und die waren alle charakterlich super gut in Ordnung. Mir gefallen sie bloß nicht besonders gut. Ich finde es liebe, tolle Hunde, so von der Art her, aber wäre eben nicht meins. Und ich finde vor allem, die haben jetzt nicht viel vom Terrier, also dieses Hyperaktive und dieses oft drüber sein. Das haben die nicht, das sind die angenehm. Rehpinsche wollte ich als Kind haben. Aber meine Eltern haben dann beschlossen, einen Collie-Schäferhund-Mischling zu nehmen. Und die Frau hatte auch, ich weiß nicht mehr, wo das damals war, da war ja alles anders in meiner Kindheit noch. Und die hatte eben Zwergpinscher und da wollte ich einen und meine Eltern haben dann den Großen genommen. Dingo sah eigentlich, also der hieß Nico, wie ich ihn gekriegt habe, da war er so gute 5 Monate alt und sah damals schon aus wie so ein kleiner australischer Dingo. Und darum habe ich ihn aus Nico habe ich Dingo gemacht. Ich habe in Ungarn bei meinem letzten Aufenthalt habe ich eine Bullterrier-Hündin kennengelernt, die war blind. Und also die war wirklich, die war zuckersüß, die Hündin, die war so toll vom Charakter her, wie die mich inspiziert hat, wie sie aufgeschlossen war mir gegenüber, wie sie dann, die Josie ist so in einem Bogen rum und hat dann an mir, ja die Josie schon gerochen, hat dann mitgekriegt, ah, da ist das Original dazu. Und die lief auch ohne Leine mit ihren Leuten da an dem See. War schön. Der Dingo war ein toller Hund. Wie gesagt, Schäfer-Husky-Mischling, lauffreudig, gerader Rücken, ganz toll, aber keinen Jagdtrieb. Er ist schon mal im Reh nach, da habe ich ihn dann echt ein bisschen in den Senkel gestellt, da habe ich mit der Leine auf den Boden gedroschen, so haarscharf neben ihn und habe ihn angebrüllt und dann musste exerzieren, Fußsitz, Platz hier. Der hat nie wieder einen Reh gejagt, weil ich so erschrocken bin, dass ich ihn so angebrüllt habe. Und also er ist auch nicht ewig lang hinterher gerannt. Der war vielleicht eine halbe Minute, aber das finde ich ist schon zu viel. Ich komme nicht nach, ihr liest zu viel. Nein, ihr schreibt zu viel. Ja, ich denke einfach, wenn man einen Hund hat, und es ist eine richtige, also ich habe damals ja auch gesagt, wie ich die Josie, bevor ich die Josie gekauft habe, wenn wir jetzt an der Autobahn, wenn ich unterwegs bin und da ist ein Mops, der ausgesetzt ist und ich schwöre euch Leute, Mops ist definitiv nicht der Hund, den ich im Tierheim suchen würde oder geschweige denn von einem Züchter kaufen. Aber wenn da jetzt einer ausgesetzt wäre und ich würde den mitnehmen und ich melden bei der Polizei und sage, ich lasse ihn bei mir, muss er nicht ins Tierheim, bis sich der Besitzer meldet und der benimmt sich gut und das ist ein toller Hund, dann hätte ich jetzt halt einen Mops. Ist halt dann so. Ja, beim Dingo hat es was gebracht, Gott sei Dank. Also das war dann schon ganz gut, muss ich sagen. Das war, ja. Nee, und der war dann immer ohne Leine. Und der Memphis, der Vorgänger, der sah aus wie eine Mischung aus Bobtail und Riesenschnauze, so ein bisschen. Vielleicht war ein Hütehund drin, ich weiß es nicht genau. 30 Kilo groß, der war auch klasse. Mops-Beagle-Mix. Never ever. Ja, Erdel findet man überhaupt ganz selten. Ich finde, es gibt so Rassen, die gibt es eigentlich nicht mehr so oft. Man sieht sie kaum. Im Moment sieht man sehr viel Shepherds aus, dann auch ab und zu noch Border, wobei Border Collies sind wieder weniger im Umlauf. Da war so die Welle mit ein Schweinchen namens Babe. Dalmatiner sind auch out, weil die 101 Dalmatiner auch schon wieder hinfällig sind.
Und Kommissar Rex hat halt den Vorteil, dass den Nachteil, dass der Schäferhund sehr groß ist und das wollen sich nicht viele antun. Im Moment sieht man eigentlich sehr viele kleine Hunde, weil die halt unkompliziert sind, weil wenn die giftig sind, regen sich die Leute nicht so auf. Die kann man an der Flexileine schön durch die Landschaft schleifen. Und da, also ich sehe diese Tendenzen schon, dass da viele in der Richtung sind. Afghanen hatten wir eine Frau, die hat drei mal hintereinander eine Afghanenhündin gehabt. Also die eine, die kannte ich nicht mehr. Dann hat sie die zweite gehabt, als Welpe, wie ich einen Dingo gerade hatte. Und danach hat sie noch mal eine Afghanenhündin gehabt. Und jetzt hat sie einen King Charles, der den besten Namen hat, den ich jemals beim Hund gerufen habe. Versucht mal, einen Hund zu rufen, der Owen heißt. Also Owen, Owen. Also Englisch ausgesprochen. Katastrophe. Und alle Hunde immer zu dick bei der. Der kleinste Arbeitshund. Mein Chihuahua ist noch kleiner und Chihuahua ist eigentlich auch ein Arbeitshund, ist eigentlich ein Rattenfänger. Aber jetzt kein Arbeitshund, der eine Ausbildung hat in dem Sinn, das stimmt. Also alles habe ich jetzt nicht mitbekommen bei euch. Aber ich finde auch, es gibt so viele schöne Hunde und unterschiedliche Hunde, dass da eigentlich für jeden was dabei sein sollte. Und auch so eine große Auswahl, dass jeder sich das Richtige suchen sollte. Ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, von der Größe her, so ein kleiner Malinois ins Wohnmobil als Schutzhund fände ich gut. Aber ich glaube nicht, dass ich der richtige Typ für diesen Hund bin. Und ich bin einfach nicht dieser, ja, der, ein Mensch, der diesen Hunden gerecht werden kann, diese extreme Unterordnung, was die machen wollen und so. Ich mache lieber Blödsinn mit meinem Hund. Die Josie, die parkt ein, die läuft auf meinen Füßen mit, die macht Slalom, die macht Achter, die macht Stretch, also hinten hoch und vorne runter und solche Sachen, also so ein Blödsinn halt. Und das finde ich besser. Also für mich besser. Das würde ein Malinois sicher auch machen. Aber ich kann die Josie immer und überall ohne Leine lassen. Und mit einem Schäferhund, egal welcher Art, ist es halt schon allein fürs Umfeld, wirkt beängstigender, als wenn jetzt so ein netter Shepherd oder ein kleines Wuschelhundchen da rumläuft. Ja, Pudel sind Wasserapportierhunde eigentlich. Ja, der Erdel ist ein bisschen stur, das haben die auch immer gesagt. So steif wie die Beine sind, so steif ist manchmal sein Wille, das zu machen, was man von ihm will. Bettina, dein Rechtschreibprogramm hat gerade Königspalast statt Königspudel. Ja, Pudel überhaupt sind unglaublich schlaue Hunde und können unglaublich viel lernen. Aber ein Pudel ist halt vom Fell her wieder der hart zwar nicht, aber bei uns im Allgäu im Winter, die Josie hat ja schon immer an den Pfoten, wenn ich nicht dahinterher bin, Schneebollen drin und vorne da an den langen Fellen und da an diesen Federn an den Füßen und so. Und der Pudel ist da halt total blöd vom Fell her im Schnee. Naja, nu. Leonberger, mit dem muss man ja auch erstmal klarkommen vom Platz her. Der muss ja irgendwo hin, so ein Leonberger. Ich finde die aber unglaublich toll. Ich habe die auch schon in Natura kennengelernt. Und Leonberger finde ich auch optisch mega schöne Hunde. Aber sie sind mir einfach zu groß. Und sie sind mir auch zu ruhig vom Charakter her.
Ja, Platz muss sein. Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte in meinem, ich habe ja einen kleinen Corsa und mit der Josie ist das optimal. Aber ich hatte mal die Berner Sennhündin von einem Bekannten in Pflege. Ja, da war mein Corsa voll. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, also für mich auf Dauer wäre das nichts. Das laut Geschicklichkeit zu machen. Ja, glaube ich, Pudel, Collie, Schäferhund. Ja, irische Wolfshunde sind toll. Hat eine frühere Freundin von mir, die ist jetzt in den Norden hochgezogen, hat die gezüchtet. Und das waren phänomenale Hunde. Die hat einen Rüden gehabt, der war riesengroß und total lieb. Und die Hündin, die Iris, die ist, ich glaube, 12 war die dann am Schluss, wo man sie eingeschläfert hat. Da ging es dann nicht mehr. Die konnte also kaum noch aufstehen und laufen. Und die hat wie eine Kuh im Laufen, ist der alles dann rausgelaufen. Und dann hat irgendwann ging es halt dann nicht mehr. Aber 12 Jahre ist schon uralt für die. Und die sind ja auch sauteuer. Also wenn ich jetzt denke, was die kosten und wie lange man sie nur hat, das ist schon heftig. Und man muss auch große Hunde, muss man ja auch den Unterhalt zahlen können. Also eine Freundin von mir hat eine Dogge und die füttert also um einiges mehr als ich. Gut, die füttert auch hochwertig, der kriegt Fleisch. Aber die Dogge, die frisst halt das 4-5-fache von meinem Hund. Das glaube ich, dass der Bernhardiner den Golf ausgefüllt hat. Ja, es ist einfach, die großen Hunde, die werden leider nicht so alt. Ich finde das auch schade, aber ist halt so. Ja, ungefähr. Ich weiß, also wie gesagt, die Josie, die wird jetzt im Mai 10 und die Mia ist ein Jahr drüber oder drunter. Also die sind nicht weit auseinander, die zwei. Ja, und ich meine, die Mia ist ja auch eher ein kleinerer, leichterer Hund. Die denke ich, dass sie bei guter Pflege kann die schon sehr alt werden. Und ich meine, ich pflege ja auch meine Josie, dass sie sehr alt wird. Darf im Bett schlafen, darf aufs Sofa. Ach, ich habe sogar hier, falls sie nervt, einen schönen stinkigen Ochsenzimmer. Wollte ich jetzt so nicht sagen, LXL. Aber 160 Kilo, die Fee. Ich habe mal einen Pflegehund gehabt, da war ich so 16, 17. Der Pascha, eine schwarze deutsche Dogge mit 80 Kilo, ein Monster von Rüde, aber total lieb auch. Und der hatte allerdings noch damals die kopierten Ohren. Und dadurch sah er natürlich noch größer aus. Der war schwarz und hat eine breite weiße Brust gehabt. Und das hat ihn natürlich noch stämmiger gemacht. Und wenn der mich begrüßt hat, also ich hatte den Schlüssel von den Leuten, wenn die auch mal übers Wochenende weg waren. Der war tagsüber bei mir, aber meine Mutter wollte nicht, dass er bei uns schläft. Und er war auch, der hatte ein eigenes Zimmer im Keller unten und der hat ein eigenes Zimmer, das war so ein Reihenhaus, im ersten Stock mit Balkon gehabt. Und wenn der mich schon gehört hat, nur die Schritte, ich war noch gar nicht um die Ecke in die Straße reinbogen und da hat der schon ein Heulkonzert über das ganze Viertel veranstaltet. Und dann hat er mich begrüßt, ich bin zu ihm ins Zimmer. Und er hat die Pfoten hier hingelegt, mit deiner Zunge so einmal drüber, Nase so, Nase an Nase. Der hat mir an die Wand gedruckt, wie ein Abziehbildle mit seinem Gewicht. Das war aber total schön. Meine Freundin, die hat immer diese Hundekotbeutel, die es bei ihr im Ort gibt. Und die haben ungefähr die Größe wie diese kleinen Obstbeutel, kennt ihr ja im Laden, die man so von der Rolle zieht. Und die sind fast so groß wie die und damit geht's. Ja, Sabberhunde, das ist schon das, was ich auch nicht mag.
dieses, ich meine, die Josie, wenn sie säuft, dann tropft auch mal ein bisschen der Wasser nach, aber der Pascha, die Dogge, wenn sich die halt geschüttelt hat, dann ist die Schlotze geflogen. Und das ist schon ekelhaft, also das pappt dann an der Wand und überall. Und manchmal hast du es halt auch im Gesicht dann und das ist halt, ja. Ich mag auch keine Sabberhunde. Deshalb finde ich Windhunde so schön, bei denen passiert das gar nicht. Schon zwei Stück. Mann, da bin ich so gut bedient mit meiner Josie. Gott sei Dank. Und ich habe wirklich festgestellt, also mit dem Fleisch fütter ich ja bei ihr, habe ich bei meinen früheren Hunden nicht, da habe ich noch nicht das Wissen gehabt über Hundeernährung und die macht nicht so viel, also es ist echt wenig. Ja, Upsi. Upsi geht schnell manchmal. Also, Josie darf ins Bett, ja. Wenn ich aber jetzt, sie fragt aber jeden Abend, die sitzt vor dem Bett, bis ich drin bin und dann sage ich jetzt Hobby und dann kommt sie rein. Und wenn ich sage, nein, geh in dein Bett, dann geht sie in ihr Körble. Aber die ist sonst jede Nacht bei mir im Bett und Sofa sowieso und Eckbank hier natürlich auch. Und ich wollte es nicht, dass sie ins Bett geht. Das war der Anfang. Sie hatte ihr Bett neben mir, aber mittlerweile ist es mir wurscht. Sie darf ins Bett. Und wo sie nicht ins Bett durfte, das war das Wohnmobil. Weil wenn wir unterwegs sind und dann weiß ich immer nicht, ob sie sich Zecken einfängt oder sonst was. Aber auch da hat sie es geschafft. Und zwar, es war... War das zu kalt? Es war zu kalt im Wohnmobil und da habe ich sie dann mal mit ins Bett genommen. Und das fand sie natürlich toll. Ja, und jetzt ist es üblich. Und jetzt denke ich mir auch, mein Gott, was soll's? Ich habe meinen Hund bis jetzt überlebt mit allen Zecken, Flöhen und sonstigem, dann überlebe ich jetzt den Rest auch noch. Kübel mitnehmen. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Meine Funde laufen vorne weg, Frauchen mit dem Kübel hinterher. Ja, das ist beengt, Kerstin, das stimmt. Also ich habe ein Bett, das ist einmal 2 Meter. Ich hätte drüben ein großes mit 1,40 Meter Breite, aber irgendwie mag ich meine Matratze lieber. Oh mein Gott, bei 5 Riesen, die können alle ins Bett. Das ist nur eine Frage vom Bett, von der Größe. Tschüss, Bettina. Ja, also ich meine, es ist natürlich eine Glaubensfrage, Hund ins Bett oder nicht ins Bett. Ich habe auch erst gesagt, nee, aber jetzt halt dann doch. So, Leute, jetzt haben wir über eine Stunde schon gequatscht. Ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles. Wenn noch irgendwas ist, könnt ihr es ja in den Kommentaren unten drunter schreiben. Und nachdem wir Fasching haben, vergesst nicht ein Like für mich dazulassen, wenn euch mein Video gefallen hat. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Abonnieren, liken und so weiter. Muss ich ja auch mal machen. Ach so, und nachdem das ja jetzt überall scheinbar üblich ist, soll ich auch ein Spendenkonto angeben für mich, armen Trumpf. Es ist echt lustig, dass sich Leute dann darüber aufregen, dass andere Leute Spendenaufrufe machen wegen allen möglichen Dingen, jetzt mit dem verlorenen Prozess und so, und davor aber selber für Hundefutter Spendenaufrufe gemacht haben und alles Mögliche. Und ja,
Es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sammle immer nur für andere, nie für mich selber. Also Leute, dann macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Fasching für die, die gerne feiern. Für mich ist der Fasching gestrichen, also ich stehe da nicht so dahinter. Brauche ich nicht unbedingt. Ich habe so viel Fasching mit der ganzen Sache, die ich hier bei Gericht habe. Das genügt mir. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.